Salut, nous sommes Hedkum der Clément Dorfer et nous sommes frères de Frestro et her an Affiliermangmoul. Ou France Bleu Elsos, Serge Tredemore vour Fum Teifl und Fout de Raxa, vous n'êtes de son goyer Auric Long, Angst Mortan. En 1347 arrive la peste noire en Alsace. Devant toutes ces catastrophes, l'Église perdait de jour en jour plus de son poids. Et donc, elle s'est attaquée aux plus faibles. Et les plus faibles, malheureusement, sont toujours été les femmes. Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert sind im Elsass toisiki Frauen umgebracht worden. Sie spöbt worden, als sie Hexen sind. Die Richter haben das Buch benutzt für sie Gwala, durch Malleus Maleficarum. Nur ein paar Bierle existieren noch, die meisten sind wegen ihrem unmenschlichen Inhalt verbrannt worden. Regardez-le bien, parce qu'à mon avis, dans les 20 ans ou 30 ans ou 50 ans à venir, vous ne verrez plus jamais, c'est le Malleus Maleficorum. Das Buch ist das wertvollste Objekt der Ausstellung im Musée Sungovien für Olkerer, Nava Andra Komischa Sora. Das ist am Leben, wo Angstmord in der Lied, a Mumie von der Kotz. Kotz ist donc ein Hax gewesen, donc hat man mir gesagt, der Kotz lebendig vergraben, also schreit. Als die Haxen, die in der Gegend sind, als er gekehrt hat, als hier ein Hax umgebracht wurde, und dann sind sie nie mehr an das Haus gekommen. Der Raymond Heidinger sucht schon 25 Jahre alles, was Haxen reinbelangt auf den Flohmarkt. Seine Sammlung ist schmachtig, weil die Leute im Elsass alle Ranzora benutzt haben, für sich von den Haxen zu schützen. Zum Beispiel die Shop Madonna, Schluckbilder oder Schutzziegel. Für die Bürger hat nur der Teufel um Gewitter und der Trugheit Schuld genossen. Das nennt man ein geistiger Schild. Das Buch, wenn man früher in der älteren Leute im Sund geredet hat, haben sie zwei Schritte zurückgemacht. Das ist das Buch, wo die Haxen im Sund gegangen haben. Und mit den Rezepten, die da sind, haben sie kennen, in der Leute Besen machen, haben gerne Tiere machen, Schlauen. Et der Dörfer vom Sundgäu ist die Spur der Haxa immer noch da. Die Statue ist in Elfer eingerichtet worden, weil die Nieder Gottes zwei Psassani-Kinder der Gemeinde befreit hat. Die Herzer in den Laden der Riesen haben den Teufel zurückgestoßen, so wie die Holztafel an der Wand. Es steht, das Häuschen steht in Gottes Hand. Darum, o Herr, schütze es vom Wasser und Brand. Und das nennt man ein Wettersegen. Man kann es ein kleiner Zedel geben, wo sie entweder eingeneigt haben in der Kleider oder sie haben Zedel oben in der Balken vom Haus angemacht. In dieser überländischen Gegend hat man besonders viel in der Haxe geglaubt. Das hängt an der geografischen Lage vom Sundgäu. Wenn man vom Lüse in den Sundgäu gegangen ist, hat man einen Weg und keinen Ausweg. Donc, an der 45 hat es im ganzen Sundgäu drei Doktor gehabt. Ja, wenn jemand krank war, was haben sie gemacht? Da sind sie durch die Kinderfeuer, die Tee gemacht hat, oder wo man euch Haxen nennt. En 1648, le Sundgau, il est devenu français. Et en France, les procès de sorcellerie s'étaient déjà arrêtés depuis un bout de temps. Je suis une herboriste québécoise et on parle toujours des plantes de sorcières. Et moi, je me qualifie comme une guérisseuse et pas une sorcière. Et je trouve qu'il y a aussi tout un mythe qui est en train de dire « Ah oui, ça c'est une plante de sorcière, ça doit avoir des pouvoirs et tout ». Je trouve qu'il faut faire attention parce que j'ai toujours l'impression que l'ère des sorcières n'est jamais finie. Heute war die Freude im Elsass nicht umgebracht, weil sie Freude sind. Für Raymond müssen sie aber jetzt unter einen anderen Ort und Gerechtigkeit leiden. Ich warte immer noch auf die erste Freude als Pfarrer. Und die Freude hat noch viele Sachen. Schauen Sie, was in Irland oder in Brasilien passiert. Die Freude müssen sich immer noch wehren, für ihren Platz finden in der Sozietät. Und wir sind wieder froh, als die Freude ihren richtigen Platz, den sie normalerweise hat. Die Elsasser sind von der Haxerei immer noch begeistert. Die Ausstellung von Raymond Heidinger verlangt viel Musee. Das nächste Jahr lehnt er seine Objekte im Musée Vaudou in Strasbourg. Ein Teufel ist es keine Wild, ist er trotzdem auch seit dem Mal der Clément Dorfer, frach oder frisch.
ich bin der Clément, ich bin 22 Jahre alt. Ich schnuffle als in der Radio Nien vom France Bleu Elsass und gehe auf die Universität und elsässisch unterrichte und übersetze. Von wo kommst du? Ich komme von Schiran im Nord-Elsass bei den Halbwilden. Oh je! Bist du frach oder frech? Ich bin frech, in Schiran sind wir frech. Aber die Mama ist von Suchburg und sie sind frach. Und hast du dort den Dorfnamen? Also den Dorfnamen in Schiran sind wir kurz geniebt. Was? Was sagst du deiner Liebste? Ich sage entweder Käferle oder manchmal Schat. Fluchst du auch gern? Ich sage gern Dogel. Du, das ist das, ein Dogel, du. Und dein Lieblingssprichwort? Lass den Hund bellen, singen kann er nicht. Der Fuhr oder der Gehe, das Elsass im Grand Est? Und du? Was denkst du von Josette Lindlagettle? Ah, da bin ich total dafür, 100%. Ajo. Lieberst du den Sommer oder Winter? Winter. Warum? Hast du mich schon mal gesehen in der Badhose? Sivlo vom Flammkuchen. Ajo. Ajo. Und was hast du uns noch zu sagen? Kuchschädel. Das ist es für heute. Mach es gut und bleib da. Die Nachrichten kommen.